draußen friert, bin ich echt so mega den Arsch ab. Ja. Jo. Stunden später. Dann würde ich sagen, machen wir in der Zeit erstmal kleinere Aufträge. Kann natürlich sein, dass es jetzt relativ schnell geht. Bis wir reinkommen. Bis wir eine Gruppe zusammenkriegen. Kann auch sein, dass es jetzt Ewigkeiten dauert. Wie gesagt, das längste, was ich mal gewartet hatte, war, glaube ich, fast eine Stunde. Ja, solange machen wir einfach kleinere Aufträge. Ich hoffe einfach nur, dass wir das wieder schaffen. Ich glaube, bei Tamtara hatten wir damals Probleme. So. Nehmen wir einfach mal an. Diese ganzen kleineren Sachen. Sind wir eben nur so Mini-Sachen. Ist da noch irgendwas? Ja, komm, machen wir auch mal. So. Jetzt müssen ein paar Sachen. Während wir warten. Das eine ist da hinten. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt den Ausgang rausgehen, wo wir nicht weiter können. Ich bin jetzt von einer Zwickmühle. Öffne ich den letzten Energy oder lass ich es? Ich bin im Zwiespalt mit mir selbst. Hier beginnt das Massenschlachten. Ah, nee. Ah, okay. Ah, okay. Einfach nur NPC. Ja, ist okay. So. Der Fron ist es bereits. Oh, des Urteils. Fahne rechts oben. Fahne. Was ist das hier? Oder bin ich gerade blind und sehe selber eine Fahne nicht? Das kann natürlich sehr gut sein, dass ich da gerade selber was sehe. Zwischen dir und der Karte rechts oben. Ach, ah, du meinst das hier dann, ne? Das mit den Noten. Das ist unsere Badenkunst. Weil wir ja Waldläufer und Bade sind. Ja, wir brauchen immer noch den Heiler. Ich habe hier halt so ja, Musikstücke quasi, die mich dann halt quasi ja, buffen, die halt einmal Schaden erhöhen und Zustandsveränderungen wegmachen und so weiter. Wahnsinn, Mist. Sie buffen. Ja, okay. Weißt du?
Er hat meine Gruppe oder wurde das zurückgezogen, ey. Warte mal. Teilnehmen. Bevor ihr gleich wieder Gruppe aufgelöst wird. Das Schlimmste eigentlich an den Inis ist, dass die Leute immer auf mich warten müssen, weil ich mir das immer alles angucke. Das heißt, die müssen immer auf mich warten, bis ich mal durch bin. Und die steinerne Wacht sieht geil aus. So, dann mal auf ins Schlachtengetümmel. Warte, Karte kann ich wegmachen. Hoffe ich. Dann haben sie ziemlich den besten Buff. Kriegen da eine gute Mischung. Ja, also bisher komme ich auch, glaube ich, ganz gut mit klar. Kann mich zumindest nicht beklagen. Bereue es gerade nur, dass ich nicht vorher nochmal einen neuen oder einen besseren Bogen gekauft habe. Aber das passt schon. Ist gerade im Kopf. Ja, alles gut. Ich kenne ja Gott sei Dank meine Tasten alle auswendig mittlerweile. Problem ist immer das Anvisieren. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir zwei. Ja, ja, also meine Tasten, die ich hier drücke. Meine Fähigkeiten. Es geht mir ja schon ins Blut über so langsam. Außer wenn ich die eine Badenfähigkeit verwende. Dann komme ich manchmal noch durcheinander. Wann ich welche Taste drücken muss. Und welche Fähigkeit benutzen, besser gesagt. Ich habe so zwar in der Reihenfolge. Manchmal vertue ich mich da gerne noch. Ich hoffe nur, das klappt mit zwei Bogenschützen. Und ich hoffe, ich sterbe nicht zwischendurch. Ihr seid auch witzig, ey. Das ist eh nicht mein Ding, weil ich meist allein unterwegs bin. Ich bin eigentlich auch nicht so der Gruppentyp. Ich mittlerweile, dadurch, dass ich ja jetzt halt auch streame und so viel Kontakt zu anderen habe, online-mäßig, komme ich ganz gut klar. Aber ich bin halt auch lieber so diejenige, die alles gern allein macht. Es sei denn, es sind halt Leute wie Luna oder sowas dabei. Wobei ich mir da oder mich da auch anfangs sehr seltsam fühle, wenn ich da plötzlich Hilfe kriege. Weil zum Beispiel in anderen MMOs ist das dann nicht immer so, dass du Hilfe kriegst, obwohl du mal welche bräuchtest. Dann wartest du halt auch Ewigkeiten, um mal in irgendeinen Dungeon reinzukommen. Bei Elder Scrolls Online ist es dann zum Beispiel so, da kannst du dann halt auch allein in Dungeons reingehen. Nicht in alle, aber in die meisten. Dafür kriegst du dann aber allerdings auch schön einen auf die Fräse. Was dann wiederum nicht so toll ist. Aber ansonsten mag ich halt Gruppen auch nicht. Mit den richtigen Leuten macht es auf jeden Fall Bock. Aber die richtigen Leute muss man natürlich erstmal finden. Und die müssen dann noch Zeit haben, auf dem gleichen Level sein. Zurzeit habe ich das Problem, dass ich ja diejenige bin, die nicht das richtige Level für die anderen hat. Ich bin ja irgendwie einmal so komplett ab.
Die meisten sind ja schon Level 70 oder sonstiges. Jetzt greife ich mal wieder an. Und ich tümpel hier bei 43 rum. Das kann ich Tanks, die nicht tanken, Heiler, die nicht heilen, was ESO betrifft. ESO gibt's nicht. Ja, das war jetzt halt ein Beispiel. Aber zum Beispiel als Tank, ich selber als Tank komme überhaupt nicht klar. Ich bin richtig scheiße als Tank. Heiler würde ich vielleicht noch hinkriegen. Aber da würde ich das halt, als Heiler würde ich halt wirklich nur machen mit einer Gruppe, die ich kenne. Wo ich keine Angst haben muss, dass ich, wenn ich zum Beispiel anfangs einen Fehler mache, angeschossen werde. Aber ansonsten bin ich halt lieber Damage-Dealer. Ich mache lieber Schaden als alles andere. Und wenn ich dann noch Fernkampf sein kann, dann ist es noch besser. Da bin ich zufrieden. Mag zwar in den meisten Spielen die langweiligste Klasse sein, Jäger, aua. Aber das ist halt wirklich das, womit ich am besten im Spielen klarkomme. Zumindest in MMOs. Wenn ich jetzt Skyrim spiele, dann ist ein Bogen für mich die Hölle. Da komme ich mit Bogen zum Beispiel gar nicht klar. In Assassin's Creed zum Beispiel, in Valhalla, komme ich dann wieder gut mit klar. Ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Und ich stelle mir auch die Frage, warum ich manchmal nicht angreife, obwohl ich die Leute anvisiert habe. Es ist zum Witz. Zum verrückt werden. Hui! Wir springen so runter. Ist aber. Level sollte ein guter Gruppe keine Belastung sein. Weil man gerade gelevelt. Und Co. können dich ja wohl witzern. Das stimmt. Ja, Luna und so weiter, die sind ja größtenteils. Also, hat zumindest Luna mir ja auch so erzählt, dass sie halt größtenteils den ganzen Anfängern dann quasi helfen. Ich weiß nicht, wie oft sich dann halt sowas entwickelt, wie wir es jetzt halt haben. Dass wir dann halt wirklich öfter mal was zusammen machen. Aber ich bin auf jeden Fall echt dankbar für die so. Also, ich glaube, ansonsten wäre ich jetzt einfach echt verloren gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann wirklich durchgezogen hätte. Muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt hier wirklich komplett alleine durchgerannt wäre. Ich glaube, ich hätte dann irgendwann die Lust verloren. Okay, Lust vielleicht nicht, aber... Ich glaube, ich wäre am Verzweifeln gewesen, weil ich einfach nicht gewusst hätte, was ich tun soll. Das Geilste ist, die Heilerin ist tot, ne? Die Heilerin ist einfach mal tot. Wandles, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Sampfoten. Mach's dir gemütlich. Wir haben ein Problem, die Heilerin ist tot. Ja, okay, das brauche ich nicht. Ja, ne? Ich kann nichts machen. Ich kann euch nicht heilen. Ah, da! Wenn du das Angebot bekommst, dann mitzudreschen, hau ruhig voll mit drauf. Es ist ein Vorwort. Durch im Auge ist immer noch ein Durch im Auge. Also dann drauf. Ja, stimmt. Dieser Moment, wenn man. Wenn die eigene Heilerin dann erstmal tot ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss als Waldläufer immer hin. Also, ne? So weit wie möglich wegstehen. Wenn ich dann den Charakter da sehe, dann einfach so mit dem Gedränge ist, denke ich so, okay, ich bin feige.
bin einfach noch feige. Treffst du dir da echt alleine vor? Einer von uns. Oh Gott, ich glaube, das etabliert sich auch noch. Sie können verdammtes Wadenpack. Echt, was ist. Oh, immer auf die armen Elfen. Regenna. Aber bisher schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Ja, ihr braucht doch nicht in jede einzelne Kammer zu gehen. Könntet ihr euch da eigentlich sparen? Na gut, es gibt, glaube ich, ganz gute Erfahrungspunkte, aber. Könnt ihr auch schneller durchkommen. Wie ich hier die Mission verschafft, muss ich das nicht, oder? Ja, das geht. Oh Mann! Aber das Geile ist, ich hab, den Alert quasi habe ich in einem meiner Let's Plays jetzt reingepackt. Als ich, oder ich nehme ja mit Kaya, nehme ich ja Fiesta Online auf. Für YouTube. Und da musste ich halt jetzt eine ganze Weile im Video halt craften. Und so halt ein bisschen was herstellen und so. Und dann habe ich halt auch einfach vorgespult und habe dann das Lied mit reingenommen. Ich glaube, das kam ganz gut. Denke ich. ja, den Alert kann ich halt leider nicht länger machen. Ich selber bin nicht die Erstellerin der Alerts. Ich kann mir halt aus einer. Also, ich kann einmal selber. Welche reinstellen. Aber ich kann halt immer nur aus einer Liste von. Grundsätzlich aus einer Liste von bestimmten Sachen auswählen.
Könnte, wie gesagt, auch selber stellen, aber das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, das da hochzuladen. Weil das sind nicht meine eigenen Lieder. Das ist alles von einer Seite, die vorgegeben ist. Ja, die habe ich mir halt nur die besten Sachen so ausgesucht, die passen könnten für den Stream. Eine längere Version habe ich noch nicht gefunden. Und zu lang möchte ich halt die Alerts auch nicht machen, weil dann springen sie halt, oder wenn ich halt zu viele lange Alerts habe, dann springen die halt wirklich in den Rahmen. Gehen in den Cutscenes rein und so weiter und so fort. Und das möchte ich halt nicht. Sollen ja auch ein paar kurze Alerts dabei sein. Dann soll ja auch noch was mitkriegen von den ganzen Sachen. Ja, aber ich jetzt. Wieso? Mach ich doch gar nicht. Das sind alles Sachen, die tagtäglich mit dazugehören. Davon eigentlich irgendwas von dem auf deinem Monitor. Meinst du die Alerts, ob die mir hier auf dem Spiel angezeigt werden? Ich sehe sie nur auf dem zweiten Monitor über OBS, weil das alles miteinander verknüpft ist. Darüber sehe ich es. Also selber hier auf dem Game-Monitor, wo ich jetzt halt geradeaus drauf gucke, wo auch die Kamera ist, da sehe ich es nicht. Weil es ist ja nicht im Spiel selber, es ist ja nur, ne, in dem Programm drin. Aber wenn ich jetzt halt nach rechts gucke, auf dem Monitor, dann sehe ich das. Dann wird mir das auch angezeigt. Mir wird das dann auch im Chat angezeigt. Also ich kann ja gern irgendwann mal ein Video zeigen, wie, oder halt mal zeigen, wie mein Setup hier aussieht. Ich kann das dann auf YouTube hochladen oder so. Einfach mal ein Bild machen. Nee, aber ich sehe alles, halt Chat, Follower, Donations, sehe ich alles dann auf dem anderen Monitor, der hier ist, wo ich dann halt immer nach rechts gucke, deswegen gucke ich manchmal auch so lange auf den anderen Monitor. Ich hätte halt gerne noch einen hier drüber, aber das, ja, das Geld hat nicht gefasst und, aber noch keinen passenden für die Größe gefunden, weil die Decke ist nicht gerade... war mir nicht sicher, ob ich das im Spiel spiele oder irgendwas eingeblendet wird. Es wird nur eingeblendet im Stream selber, also so wie du es aussiehst, aber nicht bei mir selber im Spiel drin. Das nicht. Aber da ich zum Beispiel halt, wie bei Witcher. Bei Witcher nehme ich halt zum Beispiel einiges auch für YouTube auf. Oder werde ich das dann halt zumindest auf YouTube hochladen. Und wenn ich dann zum Beispiel, ein paar lange Alerts habe ich ja, die habe ich aber auch bewusst drin, die möchte ich auch drin haben. Das stört dann auch nicht, aber wenn ich zu viele lange Alerts drin hätte, wirst du halt, oder würde man halt nichts mehr von dem Spiel mitkriegen. Und das wäre halt für YouTube nicht so toll und das wäre für einige Live-Zuschauer bestimmt auch nicht so toll. Aber ich selber kriege, wie gesagt, davon nichts mit, außer dass ich halt höre. Oder wenn ich halt auf dem anderen Monitor gucke. Da kriege ich es dann auch mit. Ich kann halt auch, wenn zum Beispiel irgendeine Szene nicht funktioniert oder halt wie mit den Sound-Alerts, wenn da irgendwann mal was nicht funktionieren sollte, dann kann ich da auch immer alles drüber steuern. Manche Gimmick ist nicht dafür ausgelegt, nach vorne oben zu schauen. Ich kann es aber echt nicht besonders. Ja, das wäre ja nur... Ich gucke ja quasi nur mit dem Pupill nach oben, nicht mit dem Genick nach oben. Weil, wie gesagt, so groß ist mein Raum nicht. Das mag größer aussehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier ein Monitor drüber wäre, müsste ich halt einfach nur nach oben gucken. Also einfach nur mit den Augen. Nicht mehr so komplett im Kopf. Da ist das hier, wenn ich so nach da gucke, ist eigentlich schlimmer, als wenn ich nach oben gucken müsste.
Aber ich brauche definitiv einen dritten Monitor. Weil ich eindeutig zu wenig Platz auf den ganzen Sachen habe. Ich habe zu viele Sachen, die nebenher laufen. Ich nehme eher Manager während eines Streams. Als dass das auf zwei Monitoren passt. Deswegen dauert es halt manchmal, wenn ich im Hintergrund was mache, so lange. Weil ich dann hin quasi hier dann alles einstelle. Und das würde viel einfacher gehen, wenn ich zum Beispiel einfach nach oben swipe und das dann von oben oder von links machen kann. In den richtigen Momenten sehe ich dann auch deine Jumpscares, wie jetzt. Wenn ich dann gerade dahin gucke, dann sehe ich es dann halt vorher. Das sind dann die Momente, wo ich mich zum Beispiel nicht erschrecke. Wie gesagt, ich kann gern mal ein Bild von meinem Setup zeigen. Irgendwann mal. Und dann... Wie seht ihr mal, wie das hier aussieht? Sofern es überhaupt interessant ist, ich weiß es ja nicht. Es gibt ja Leute, die interessiert das überhaupt nicht. Von daher... Scheiße, jetzt müssen die Leute auf mich warten. Sieh mal da drüben, das ist die Enterprise. Du meinst, hinter dem Drachen? Speichert sich das? Wir sind nicht wegen des Drachen gekommen, sondern wegen der Enterprise. Wir brauchen ein Schiff, wenn wir Garuda besiegen wollen. Wir beide werden uns an Bord der Enterprise schleichen und die Stadt klar machen. Du bleibst hier und behältst die Bestie im Auge. Wenn sie aufwacht, musst du sie ablenken, solange Sid und ich beschäftigt sind. Irgendwelche Einwände? Nein? Hervorragend. Dann mal los, Sid. Zu Befehl. So, die anderen warten. Mach du die Szene nicht immer so lange. Ihr habt vor, Garuda als nächstes zu eliminieren? Eliminieren? Interessant. Äußerst interessant. Das ist, obwohl Föderationstechnologie nichts, was an das Disruptor nicht zerlegen könnte. Oh Mann. Sei klar, dass ihre Stärke, die der bisherigen Primär, die ihr bezogen habt, bei weitem übersteigt. Fantastische Hingabe ihrer X-Ray ist enorm kräftig. Trotz eurer überraschenden Erfolge habe ich doch Zweifel, ob ihr diese Bestie gewachsen seid. Aber natürlich bürgst du das Licht des Kristalls. Du hast den Herrn des Infernos und der Herrin der Felsen bezwungen. Wenn es einen Sterblichen gibt, der die Herrin der Winde besiegen kann, dann bist das wohl du. Ja, solange du hier leben lässt. Ja, komm. Gerne warten. Böse Zerbeiterin. Oh Mann. Oh, der Drache. Ja, der Drache. Redet nicht so viel. Wir müssen das Schiff flott kriegen. Das ist der einzige Weg. Ja, der Trupp wartet. Leute. Es tut mir leid. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, ne? So wie es eben gerade geruckelt hat. Zählen das Kristall jetzt. Ja, komm, mach. Das bin ich jetzt fallen. Ja. So, jetzt. Jetzt bin ich auch mal drin. Hab noch keine Ahnung von dem Kampf, aber... Ah, scheiße. Oh Gott, ja. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Jetzt, oder? Nee, jetzt. Aber wie geil, dass er einfach auch nicht auf mich gewascht hat. Na gut, war aber auch zu lang. Ich hätte nicht erwartet, dass immer jeder auf dem Pfad ist, weil ich ja alles vorlese. Dafür sind dann, wie gesagt, feste Gruppen wieder ganz gut. Dann könnte ich das auch alles in Ruhe mal lesen. So muss ich mich halt immer abhetzen.
schaffen, überhaupt noch irgendwas mitzukriegen. Okay. Nein, 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 nein! Oh Gott. Beste Bogenschütze gibt's ihm richtig. Ja, stimmt. Der hat aber, glaube ich, auch mehr Fähigkeiten, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, toll. Okay, gehen wir raus. Inis sind immer so aufregend. Doch, ich habe Blut bekommen. Das, was übrig geblieben ist. Ich wollte ja gerade nachgucken, aber ich war zu langsam. Oder die anderen zu schnell. Wie man es nimmt. Zwei Sachen habe ich auf jeden Fall bekommen. Ich will noch einer. Bist du verletzt? Das ist eigentlich nicht toll. Eigentlich ist es asozial, also nicht Gruppe. Ja. Ach, mich regt das ja weniger auf. Man kann das ja zum Glück auch alles nochmal neu machen. Also man kann ja... Ich weiß gar nicht, ich glaube... In diese Inis kannst du auf jeden Fall später nochmal. In Tokyo Hotel. So ein bisschen, ne? Den 12 sei Dank. Ich hatte bereits das Schlimmste befürchtet. Nun wird mir klar, warum der Bund so hohe Stücke auf dich hält. Ein Drachen inmitten dieser ätherischen Störung zu zerschlagen und unversehrt aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Der Kaulitz. Ja, die Enterprise. Jetzt ist noch bei der Inspektion des Luftschiffs. Lass uns sehen, was er zu sagen hat. Ja, schönes Schiff. Was meinst du, Sid? Kann sie fliegen? Ja, aber nicht besonders gut. Ziemlich kalt an den Armen? Immerhin können wir von hier weg, aber wenn das Schiff zu schwach ist, um zum tosenden Auge vorzudringen? Nun denn, lass uns zunächst nach Gridania aufbrechen. Die Zeit drängt, aber wir können uns nicht einfach blindlings in den Sturm wagen. Zu siegen hoffen. Wir müssen erstmal die Enterprise reparieren. Dann stellen wir uns Garuda. Juhu, Garuda. Monsterdrachen und Mounts, wozu sind die Luftschiff nötig? Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Aber, ja, mein Luftschiff. Das kommt mir alles so vertraut vor. Ich erinnere mich an nichts, obwohl ich dieses Schiff doch kenne. Wenn ich doch nur... Ach, es hilft alles nichts. Der Flug könnte ein bisschen unsanft werden. Haltet euch irgendwo fest. Tröst, dass du das auch nicht weißt. Kürze Story. Okay, ja. Ja, dann müsstest du dann eher Luna oder Winona fragen. Was dieses Luftschiff dann wohl für einen Sinn hat. Vielleicht kostenlos reisen, aber ich glaube echt.
Wie ich mich schon nach dem Wald der Einkehr gesehnt habe, das Klima in Coyatas ist nicht für mich. Auch wenn diese Reise mich mit euch höchst abwechslungsreich war. Aber wir haben die Enterprise erfolgreich zurückgeholt und nur das zählt. Aber es gibt dennoch viel zu tun. Wir müssen das Luftschiff reparieren, sodass es der enormen Belastung in Garudas Dosen im Auge standhalten kann. Juhu, wir sind über Stufe 44 jetzt. Sehr geil. Warum habe ich eigentlich Muskelkater in meinem Arm? Bis wann machst du eigentlich? Oh Gott. In der festen Uhrzeit habe ich nicht. Solange wie ich lustig bin und noch halbwegs wach bin. Also gerade geht's wieder. Vorhin hatte ich einen kurzen Hänger, aber gerade geht's.